Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Still Wakes the Deep. Aufnahmesession einen Tag, nachdem ich die erste gestartet habe. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wo wir hin müssen. Wir werden vermutlich noch ein paar Mal sterben, bis ich den Weg gefunden habe, weil ich einfach doof bin und keinerlei Orientierung habe. Aber, und unter Stress steht, dann funktioniert es noch viel schlimmer. Aber das macht ja nichts. Wir gucken jetzt mal. Da ist er. Da, ach, das, ich dachte gerade eben, was ist jetzt? Aber das sind ja meine. Meine Arme. So. Ich meine, so weit war man ja schon. Wir sagen mal, Junge, geh mal bitte darüber. Ich finde ihn, Das ist das erste Mal, dass das nicht funktioniert hat. Vielleicht hätte ich nicht aufstehen sollen. Okay. Lesson learned. Nicht aufstehen. Schön geduckt bleiben. Vermutlich hat er mich gesehen. Ich wollte sagen, ich finde den Checkpoint ein bisschen doof. Weil ich jedes Mal wieder hier hin dackeln muss. Nur um festzustellen, dass das halt nicht funktioniert, dass ich halt woanders hin dackeln muss. Ich gehe mal davon aus, ich muss irgendwo da oben hin, aber ich sehe keinen Punkt. Ein bisschen auf. Könntest du? Ah, warum steht er immer auf? Da. Ich weiß halt nicht, wohin. Ich denke mir mal, ich muss da nach oben. Aber wo locke ich ihn denn dann da am besten hin? Wieder darüber oder lieber darüber? Nein. Also vermutlich ist es besser. Wo ist er denn? Ja, irgendwo. Ach, Mist. Nicht aufstehen! Ich habe auch versehentlich auf den Aufstehknopf gedrückt. Kann man eigentlich auch selber speichern? Nee, schade. Mich irritieren auch die Verstecke. Könnt ihr einfach mal aufhören, immer aufzustehen. Das ist mit am nervigsten. Weil das will ich ja nicht, dass er nach dem Krabbeln einfach von selber aufsteht. Na, Lastenaufzug. Hol den Lastenaufzug nach oben.
wenn ich da hochlaufe und dann hier rüber, dann hier rauf und dann da hoch, das ist aber schon ein extremer Weg, ne? Wäre es dann nicht besser, ihn darüber zu locken? Alter. Wenn ich dahin muss? Weiß ich, wo ich ihn hinlocken soll? Lass mich das mal von außen kurz gucken. Das macht aber auch überhaupt gar keinen Sinn. Da rein. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich dann da hoch muss. Aber ich sehe nicht, dass ich von da hoch kann. That's no way. Fucking hell. Muss ich dahin? Aber... Es wäre halt echt toll, wenn mir das Spiel einen Hinweis geben würde, wo ich denn jetzt hin soll. Ich bin doof, Spiel. Ich bin wirklich doof. Ich brauche deine Hilfe. Da raus. Ich fühle mich gerade echt ein bisschen doof, ne? Nein, ah. Ja, doch eher wieder darüber. Ah, ist nicht so weit. Better check me.
Hat mich wieder gesehen oder mich versehentlich erwischt mit seinen Tentakeln? Wartet mal. Was ist denn hier? Wähle aus, ob du Hinweise erhalten möchtest. Moment, was ist denn Spielmodus? Was ist das denn? Standard und Story. Story genießt die Handlung von Still Wakes Deep, ohne dass der Tod hinter jeder Ecke lauert. Das ist ja langweilig. Hat er das jetzt so gespeichert? Okay, ich glaube, ich brauche einfach. Ich denke, ich brauche einfach eine Hilfe. So, das da, das haben wir ja. So weit waren wir schon. Ich habe hier halt noch so einen Haufen Verstecke, das irritiert mich so ein bisschen. Nah, that's no way. He's still in there. Jesus. Ja, das mit dem Hinweis hilft gerade auch gar nicht. Haben sie vergessen, was zu machen? Ich brauche auch Hilfe. Ach! Ich bin doof. Jetzt wieder ablenken, damit ich da jetzt auch hin kann. Nein, treff einen Feind mit einem Wurfgegenstand. Yay! Ich hab eine erotische Freischaltung. Ups! Here we go. War nicht der Plan. Vernimm das! Mit Schraubenschlüssel bewerf. Alter, steht doch da. Sag mal, also. Ich verstehe nicht, warum das Spiel echt so kacke Entscheidungen trifft. Sag mal. Oder muss ich ihn auf die andere Seite? Ach Gott, also das. Das ist super nervig. Thank you.
Poor bastard. Hi. Over there. Fire! Stop looking. Thank Christ. Was hat man davon, wenn man so wagemutig ist und auf andere wartet? Was mich im Übrigen gewundert hat, ist, dass wir nicht angeboten haben für Roy, das Insulin zu holen. Wäre eigentlich so eine typische Aufgabe gewesen. You saw them? They're gone! Get a move on! Archie! Rennick! We have to give them more time! You told them to come! What I told them is that we are leaving! And we are leaving! Wo muss ich denn? Now! Was? Sie verpissen sich einfach? Ich komm hier nicht durch. Aua, würde mir auch nichts bringen. Ach da. Sollte einfach dem Gelben immer nach. Ich habe nichts gelernt vom letzten Mal. Here. Christ. Zeus. Fuck. Come on. Come back. Hey! What the fuck's he doing? Fuck, fuck, fuck! Should have kept better than to let you two together. The two greatest minds of your generation united over a bucky. Nobel Prize committee will be warming up their checkbooks already. You seriously think if you leave the country, this will all just blow over? No one's going to chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd married beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, you're not doing your best. What do you know about oil rings, you roaster? Good with the lecky. Terrace houses, cars, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous. Roy's put in a word. He said I'm up to the job. Oh, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. We'll just let it cool down a bit, and then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. When are you leaving? Tomorrow morning. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert.
I'm fucking Scunner, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. Do you hear me? Oh, don't say that. I'm here. Suze. Fucking hell. I'm losing my mind. Schlimmer geht's nicht. Schau zu, wie der Hubschrauber abstürzt. Naja, hätte ich nicht zugucken können? Geh wieder rein. Ich weiß nicht, ob er jetzt sich da gewundert hat, dass Sus ihn jetzt hat, sich von ihm scheiden lassen möchte. Also ich meine, sie hat es ja angedroht. Wenn er geht, war es das. Ah, kurz hier Tür zu. Telefon Roy. Hallo? Kaz, it's Brody. Jesus, the fucking chopper, man. Aye, I saw it. Did you get to the lifeboats? Aye, they're busted. Fucking Kadao. Mechanisms are completely fucked, cheap bastards. Then it's flat, McCleary. Just listen, here's what I need you to do. I need you to get to the radio room and call the support ship. It's fucked, man. The fucking crane fell on it. Hello? Hello? Shit. Hey. It's Brody. Hey, I know who it is, you daft prick. Listen, that's the generator's failing. If they cut out, we'll be on emergency batteries so the radios won't work. You're not listening. The radio room is gone. Christ, man, there's other radios but only one set of Jennies. If they fail, you're going to need to head down there and manually restart them. I'm not going down there again, fucking Gibble. Kaz, if the Lecky cuts out, you won't have a choice. You go and do it. No, Kaz, I'm busy. You need to get to the Jennies and stop them from shorting. Got it? Aye. Jennies. Right. Brody. Ah, shite! Shit. Ach, warum immer ich? Immer ich? Kann Brody nicht gehen? Christ, no wonder Rennick was raging. Brief vom Polizeidirektions... Strathclyde? Sehr geehrter Mr. Rennick, im Namen der Polizei von Glasgow untersuche ich einen Vorfall, der sich am Abend des 27. August 1975 im Wirtshaus The Duke in Dennistown, Glasgow abgespielt hat. Bei dem Vorfall handelt es sich um schwere Körperverletzung. Diesbezüglich möchte ich gerne mit Mr. Cameron McLarry sprechen. Ach, Cass ist nur ein Nickname für uns, wir heißen eigentlich Cameron. Der unseren Informationen zufolge aktuell unter ihrer Leitung auf der Ölbohrinsel Barra D beschäftigt ist. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie uns dabei helfen, Mr. McLarry ausfindig zu machen und zurück zum Festland zu transportieren. Bitte nehmen Sie über die oben stehende Telefonnummer Kontakt zum GGD auf. GGD? Falls Sie uns nicht behilflich sein können, wenden wir uns zu weiteren Rückfragen direkt an den Hauptsitz von Candle Oil Ltd. Limited Edition. wir freuen uns auf Ihre baldige Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Martin O'Hagan, Chief Superintendent. Nun... Können wir uns nicht angucken. Ich habe im Übrigen mal geguckt. Also Finlay, der Charakter, wo ich mir jetzt unsicher war, ob Mann oder Frau, wird von einer Dame synchronisiert. Kann man dann davon ausgehen, dass Finlay eine Dame ist? Was ich für 1975 sehr beeindruckend finde, dass eine Mechanikerin auf der Bohrinsel ist. Da war das typische Frauenbild noch deutlich stärker, wie es heutzutage ist, wobei in einigen Teilen der Welt, die mal modern waren, wieder gefühlt zurückgehen.
Verwaltung. Na geil. Hallo? Ach, Keska. Anyone in here? Sag mal, nach allem, was du gesehen hast, warum schreist du immer noch in der Gegend rundherum, du Depp? Also jedes Mal. Können nicht einfach die Klappe halten? We're clearly here. Christ, Cass. He's here. Is it in the wall? Oh, easy. What are you on about? Who's here? Under the admin module. He's... haunted us. He's coming back. He's gonna kill me. He's gonna kill me. Fuck. Jetzt halt einfach mal die Fresse gehalten, dann wäre vielleicht gar nichts passiert. Gott, regt mich das auf. Merkt man gar nicht, oder? Ich könnte einen Feuerlöscher mitnehmen. Vermutlich muss ich ein Feuer löschen. Vielleicht das hier draußen. Bin mir unsicher. Ich sehe so gut wie nichts. Komm mal wieder her. Nie im Leben ist so viel in einem kleinen Feuerlöscher drin. Gut, brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Nett zu wissen, was haben wir denn hier? Buckle up or buckle under. Ja, Mensch, Offshore Travel Closing Policy. Ist das wohl mal... Vielleicht eine Sekretärin oder ein Sekretär oder eine Empfangsdame oder ein Empfangsherr. Ist es dann eigentlich Empfangsherr, wenn ein Mann da sitzt? Blöde Frage jetzt so von mir. Flight Check-in, Arrivals, Departure, Helicopter Safety. Personnel must not walk behind the helicopter. All personnel movements shall be in the forward area. In full view of the pilot, personnel must not approach a helicopter while the red anti-collision beacon is flashing. Personnel are not allowed on the helideck when the helicopter is taking off, off or landing properly. Secure any loose items when on helideck. No overshores allowed on helideck. No smoking on helideck. No polythene bags allowed as luggage containers. Wobei vermutlich gibt es den Ausdruck Empfangsdame offiziell ja so nicht mehr. Das heißt dann vermutlich irgendwie anders. Man muss ja alles jetzt, dass es irgendwie fancy und spannend heißt, damit die Leute den Job weitermachen wollen. Das ist nicht gonna open. Alter. Geräuschkulisse, Mann. Can't open it. Nun. Ach so. Ich
schon. Here is the shipping forecast for 0630 on Tuesday, December the 23rd, 1975. First, gale warnings. There are warnings of severe gales in Fair Isle, Hebrides, Bailey, Faroes, Viking, Forties. There are warnings of gales in all areas. The general synopsis at 0600. Depression North Atlantic will move east and deepen. Here is the shipping forecast for the next 24 hours. What the fuck happened in here? Ich habe schon mal gesagt, ich bin nicht so ein großer Fan von dieser LSD-Wische. Ich verstehe den Grund, aber ich mag sie nicht. Hallo? Och, Cass. Sag mal. Fucking thing's locked. Auch 1975 gab es schon Horrorfilme.